Leute, Leute, ich habe den Florian Künstler zu Gast und ich freue mich riesig, denn ich bin Fan. Ich freue mich auch. Und wir haben schon zusammen abgehangen in der Kneipe und haben geile Mucke schon mal zusammen gemacht. Und da dachte ich mir, das müssen wir mal wiederholen. Ne? Wiederholen. Wiederholen. Und wiederholen wir es heute. Und zwar machen wir das heute mit einem Song von ihm, den ich sehr mag, der heißt Leise. Viel Spaß. Meiner Brust, ich war lang nicht mehr da. Kennst du mich noch? Kennst du mich noch? Ich hab an dich gedacht, immer dann, wenn du mir bis zum Hals schlugst, tief in der Nacht, tief in der Nacht. Ich hab dich in enge Mauern gesetzt, zum Schutz für mich, dass dich keiner mehr verletzt. Keiner mehr verletzt. Doch ich merk, wie du da durchbrichst, wie Löwenzahn durch Straßenasphalt, wie du durch mich hindurchfließt. Noch immer, wenn es leise merk ich, dass du bei mir bist. So nah, so laut, so tief. Noch immer, wenn es leise ist, merk ich, dass du lauter schlägst. So laut, so tief, so nah. Du, ich erzähl dir von mir, wie mein Jahr war ohne dich. Ich hab nur funktioniert, nur funktioniert. Ich hab so viele Koffer gepackt, bin so weit weg wie möglich und kam noch näher zu dir, näher zu dir. Ich hab dich in enge Mauern gesetzt, zum Schutz für mich, dass dich keiner mehr verletzt. Keiner mehr verletzt. Doch ich merk, wie du da durchbrichst, wie Löwenzahn durch Straßenasphalt, wie du durch mich hindurchfließt. Noch immer, wenn es leise ist, merk ich, dass du bei mir bist. So nah, so laut, so tief. Noch immer, wenn es leise ist, merk ich, dass du lauter schlägst. So laut, so tief, so nah. Und immer, wenn ich leise bin, merk ich, dass du schlägst, so laut, so tief, so nah. Und immer, wenn ich leise bin, merk ich, dass du schlägst, so laut, so tief, so nah. Noch immer, wenn es leise ist, merk ich, dass du bei mir bist. So laut, so tief. Noch immer, wenn es leise ist, merk ich, dass du lauter schlägst. So laut, so tief, so nah. Noch immer. Yes. Dankeschön. Schön, dass du da warst. Richtig geil. Oder da bist. Ich bin noch da. Ich bleibe. Flo, wie geht's dir denn eigentlich? Ey, gut. Wie geht's dir eigentlich? Sag, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir denn eigentlich gerade so? In der Zeit gerade schwierig, aber trotzdem voller Hoffnung. Am Ende habe ich, das hier gibt schon wieder echt Kraft, muss ich sagen. Ist halt auch gerade, ich meine so. Oder? Es ist richtig so, geil, lange her, dass du auf der Bühne war. Geil,
So war das Gefühl anscheinend mal. Ja, nee. Ja so ähnlich. Ohne ja. Publikum nur. Jetzt fehlt noch ihr. Ihr fehlt gerade noch da draußen, dass ihr noch dabei seid. Aber ihr seid ja so wenigstens so indirekt dabei. Voll. Du machst ja viele so Streams und so, habe ich mitbekommen. Ja, es macht so Spaß. Ersetzt natürlich nicht die Live-Sachen, gar nicht mal ein bisschen. Ja. Aber so kann man Kontakt halten und irgendwie Mucke machen. Und man sieht die Reaktion von den Leuten direkt. Und deswegen streame ich, glaube ich, sehr oft. Egal wo, irgendwie, ich nutze alles. Weil das so fehlt, einfach Mucke zu machen, die Gitarren hier zu nehmen und sagen, ey, ich mache mich heute zu Hause fertig, auch wenn ich bleibe auch zu Hause, mache mich fertig und schmeiß den Stream an und manchmal ist mein Pianist dabei und dann wird es einfach nur ein witziger Abend und hey, das fehlt. Klingt, ja. Kennst du? Ja, absolut. Es ist krass, wie lange es her ist, ne? Mittlerweile. Man kann es gar nicht fassen. Und wer weiß, wie lange, wann es wieder geht, aber... Aber du bleibst dran, du machst weiter, du schreibst weiterhin. Ja, und ganz, ganz viel. Es wird richtig viel rauskommen. Ich habe so viele Songs geschrieben, wo ich sagen würde, ey, freue ich mich drauf und dieses Jahr kommt viel. Geil. Würde ich sagen. Ich wollte auch nochmal fragen, also letztes Jahr hast du deine EP rausgebracht. Ja. Wie hat sich das angefühlt? Das war das erste Mal, dass du was Eigenes so richtig auf den Markt geworfen hast, wo du gesagt hast, so soll es sein, hier ist meine EP für die Welt. Wie war das so? Es war wie... Baby gebären, so theoretisch. Ich weiß nicht, wie es jetzt anfühlt, aber du bringst was raus, was ganz viel, wo ganz viel Herz drin steckt und du hast von deinem Herz Brocken genommen und in die Songs gepackt und deswegen haben die so eine große Wichtigkeit bekommen und du hast sie einfach in die Welt gegeben und ich freue mich total, dass Leute sagen können, ey, jetzt zum allerersten Mal kann ich was von Florian Künstler überall hören und vorher gab es noch nie was. Es gab nur ein paar verwackelte YouTube-Videos, in Selbstmontage manchmal auch. Mhm. Und jetzt gibt es richtige Musikvideos, richtige Songs, richtiger Content und eine Seite und alles. Ne? Und, ja, voll. Und eine CD. Und ich denke mir so, ey, wie, ich freue mich mega darüber, dass ich geboren wurde quasi. Ja, voll. Check's auf jeden Fall unbedingt aus. Deine EP Umwege könnt ihr überall hören, wo man Musik hören kann. Und er hat ganz viel Neues in Planung. Oh, also sind wir sehr gespannt, was alles noch kommt. Vielleicht mit euch mal irgendwann was zusammen. Vielleicht machen wir mal was zusammen. Ey. Geil, das wäre auf jeden Fall auch. Haben wir schon drüber gesprochen, ich würde es gut finden. Also. Ich denke nochmal drüber nach. Also, Flo, schön, dass du da warst. Und bis ganz bald, hoffentlich. Bis bald.